Also hier lese ich so ganz neue Geschichten, die noch nie vorgelesen wurden, aus den letzten Wochen quasi, hier im BK. Deswegen dachte ich, oder alten, die mir besonders am Herz liegen. Deswegen darf ich lese Ihnen das Neueste über den Garten, aber davor wollte ich eben über alle Demos meines Lebens Ihnen vorlesen. Darf ich? Weil jetzt, wenn ich jetzt mit Moskau und mit meinen Freunden telefoniere, fühle ich mich sofort an meine Jugend erinnert. Sie gehen auf die Straße, wie wir damals. Gut, damals war das sehr, sehr kurze Zeit, aber diese ganzen Erinnerungen werden wach. Und aus diesem Anlass musste ich einfach diese Geschichte schreiben, die Demos meines Lebens. In Russland stand Protestieren nie auf der Tagesordnung. Egal, was unsere Stadt vorhatte, Atomraketen auf Kuba stationierte, Panzer nach Prag schickte oder in Afghanistan einmarschierte, niemand ging deswegen gleich auf die Straße. Nicht, weil alle Bürger der gleichen Meinung waren. Vielen fehlte der Mut, dem Staat zu widersprechen. Der Staat war ein alter, auf Sparflamme eingestellter Feuerdrache. Und jedes Kind wusste, man soll nie vor dem Rachen eines Drachens mit Streichhölzern spielen. Wir waren schwach. Wir lebten in einer zerbrechlichen Welt. Unsere Häuser waren aus Sand, unsere Autos aus Karton. Alles, was uns teuer und lieb war, bestand aus Glas und Papier. Der Staat schwebte über uns wie eine Betonplatte. Niemand wusste genau, was diese Platte überhaupt in der Luft hält. Nach allen Gesetzen der Physik und gemäß den Berechnungen der Politologen müsste sie längst runtergekracht sein. Sie schwebte aber weiterhin. Diese Tatsache erforderte von den Bürgern noch mehr Vorsicht. Es war klar, eine falsche Bewegung, ein falsches Wort und wir sind Ketchup. Deswegen protestierten wir am liebsten in der Küche oder wir schrieben uns aus Protest krank oder boykottierten das Zeitunglesen. Andere betranken sich aus Protest. Mein Vater protestierte gegen den Einmarsch in Afghanistan, indem er mit dem Nachbarn, einem Oberst im Ruhestand, einen Liter Hochprozentiges kippte und danach eine Stunde lang um das Haus joggte, um wieder nüchtern zu werden. Sicher gab es auch damals einsame Helden, die in der Öffentlichkeit demonstrierten. Im August 1968, ich war gerade ein Jahr alt, machten die sowjetischen Panzer in Prag die tschechische Revolution platt. Viele in Russland schämten sich dafür, einige protestierten öffentlich auf dem Roten Platz. Sie waren zu acht. Sie entschuldigten sich vor den Tschechen und vor der ganzen Welt für ihr Land. Sie wurden dafür alle verhaftet, in die Psychiatrie und ins Lager gesteckt. Später sagten viele, die mutigen acht haben das Ansehen der Nation und die Selbstachtung des Volkes gerettet. Als ich 20 Jahre alt war, konnte unser Drache kaum noch Feuer spucken, er verpestete nur die Luft. Meine Freunde und ich, wir gingen dreimal mutig auf die Straße. Für Reisefreiheit, für die Wiedereröffnung einer aus politischen Gründen geschlossenen Ausstellung und für die Freilassung der politischen Gefangenen. Es ging fast ohne Schlägerei aus, wir haben ein paar Hiebe von den Ordnungshütern bekommen, wurden in einen Bus gesteckt und zur Polizeistation gefahren. Dort nahm man unsere Personalien auf und drohte ein bisschen. Doch es waren leere Drohungen. Nach 3 Stunden waren wir alle wieder zu Hause. Der Staat gab langsam nach. Ich nahm mein frisch erobertes Recht auf Weltreisen wahr und reiste nach Berlin aus. Hier lernte ich, dass die Menschen bereit sind, wegen jeder Kleinigkeit auf die Straße zu gehen. Sie haben keine Angst, von einem Panzer überfahren zu werden. Allerdings sind meine Versuche, an einer Berliner Demo teilzunehmen, bis jetzt alle gescheitert. Einmal hatte ich Besuch. Mein alter Armeekamerad war auf Durchreise in Berlin. Er schenkte mir einen Armeegürtel und eine Mütze mit Stern als Souvenir und zur Erinnerung an unsere 2 gemeinsam bei der Raketenabwehr verbrachten Jahre. Es war Anfang Mai, die Sonne schien, wir saßen auf dem Balkon, Kolwitzstraße habe ich damals gewohnt, wir saßen auf dem Balkon und tranken auf die alten Zeiten. Direkt unter meinem Haus zog mit großem Lärm eine Demonstration vorbei. Viele hübsche junge Damen und ein paar ältere waren zu sehen. Kurzerhand beschlossen wir, betrunken wie wir waren, an diesem Fest der Freiheit teilzunehmen. Mein Freund zog den sowjetischen Armeegürtel an, ich die Mütze mit dem Stern
Mit einer Flasche Uso im Gepäck gingen wir runter, mischten uns unter die Menschen und schrien laut: Hurra! Die anderen Demonstranten sprangen von uns weg, als wären wir die Pest. Erst nachdem ich die Transparente gelesen habe, wurde mir klar, dass wir bei einem Mannmarsch teilnahmen, der an Massenvergewaltigungen durch sowjetische Soldaten im Mai 1945 bei der Eroberung Berlins erinnern sollte. Also total falsche Umgebung. Wir versteckten uns hinter den breitschultrigen Reihen eines Hamburger Lesbenvereins. Ich rief meinen Freund zum sofortigen Rückzug auf. Ein andermal ging ich ebenfalls nicht ganz nüchtern mit einem deutschen Schriftsteller, also ein Freund von mir, am Alexanderplatz vorbei. Dort fand gerade eine Scientology-Demonstration statt. Mein Kollege, der sich stets von großen Menschenversammlungen angezogen fühlt und sie gerne provoziert, begann sofort eine flammende Rede darüber zu halten, dass jede Glaubensgemeinschaft unbedingt das Recht haben muss, ihrem Glauben zu folgen, und kein Staat darf sie daran hindern. Die Scientologen fühlten sich von meinem Kollegen verstanden. Sie gaben ihm sogar ihr Megafon, damit er weiter und lauter die Wahrheit verbreiten konnte. Doch die Wahrheiten des Kollegen hörten sich immer schräge und freche an, als er mehrmals hintereinander »Satan sei mit euch« rief. »Und Jolly, lass uns nicht im Stich«, wurden die Scientologen traurig und verbittert. Sie wandten sich von uns ab, deren Sicherheitskräfte nahmen meinem Freund das Megafon weg und drückten uns aus ihren Reihen raus. Seitdem habe ich an keiner Berliner Demo mehr teilgenommen. Meine Tochter, als sie gerade mit dem Abitur begann, fuhr zur Abwechslung gerne nach Oberschöneweide, um dort gegen Nazis zu demonstrieren. Das brauche sie, um die durch angestrengtes Lernen entstandenen Aggressionen abzuarbeiten, gestand sie. Ob sie überhaupt jemals in ihrem kurzen Leben irgendwelche echten Nazis gesehen habe, fragte ich. Nicole lachte mir ins Gesicht. In was für eine Welt lebst du, Papa? Fragte sie mich zurück, natürlich rhetorisch. Schau dich um. Die ganzen Spießer um uns herum, die geben sich nur nach außen liberal und demokratisch. In Wirklichkeit sind das alles Nazis. Sie sind überall. In jedem Mensch steckt irgendwo im Unbewussten ein Nazi. Deswegen kann es nie verkehrt sein, gegen Nazis zu demonstrieren, meinte meine Tochter. Es protestieren heute also am meisten diejenigen, die alles vor sich und diejenigen, die alles hinter sich haben. Die deutschen Schulklassen und die Russen. Meine Landsleute gehen heutigen Tags viel und gerne auf die Straße, um gegen den ewigen Putin im Kreml und sogar die aus anderen Ländern. Ich hatte jetzt, wie seit langem, also sehr oft Besuch plötzlich gehabt. Ein Russe, ein alter Freund aus alten Zeiten, noch ein alter Hippie aus Paris, war auf Durchreise nach Moskau, um dort bei Friedensdemo mitzumachen. Ein anderer aus Amerika. Total verrückte Geschichte ist das eigentlich. Gegen den ewigen Putin im Kreml, gegen die russischen Panzer in der Ukraine, gegen die ausländerfeindliche Hetze im Staatsfernsehen zu demonstrieren, vor allem Bildungsbürger demonstrieren, werden verhaftet, weggezerrt, für 3 Stunden eingesperrt, nach Hause entlassen. Für viele gehört der Knast am Wochenende zur Pflicht. So wie man sich früher im Café getroffen hat, trifft man sich nun auf der Demo oder bei der Polizei in einer Zelle. Professoren treffen auf ihre Studenten, Rockmusiker auf ihre Fans, Schriftsteller treffen ihre Leser, Arbeitskollegen treffen sich, Geschäftspartner, Freunde, Verwandte, Väter und Söhne. Ich habe meiner Mutter nicht erzählt, dass ich für die Medienfreiheit demonstrieren gehe, damit sie sich nicht so doll aufregt, erzählte mir neulich eine Freundin, die in Moskau als Journalistin arbeitet. Die Mutter hatte an dem Tag einen Arzttermin, sie musste zum Therapeuten. Falls ich länger im Knast bleibe, sollte mein Chef die Mutter anrufen und ihr sagen, ich sei für 2 Tage auf Dienstreise geschickt worden. Ich bereitete mich sorgfältig auf einen Massenprotest und abschließende Inhaftierung vor, nahm ein dickes Buch mit, eine Flasche Wasser, Schokolade, ersetzte die Brille durch Kontaktlinsen und ging los. Auf der Demo sah ich viele Kollegen. Hunderte standen mit Plakaten in einer Linie direkt
vor den bis an die Zähne bewaffneten Spezialeinheiten. Ganz vorne attackierte eine kleine Oma mit dem Grundgesetz bewaffnet die Reihen der Polizisten. Sie drohte ihnen auf der Stelle das ganze Kapitel über das Recht auf Versammlungen und freie Meinungsäußerung laut vorzulesen. Mama, was machst du hier? Meine Freundin erschrak. Du solltest zum Arzt gehen, zum Therapeuten. Ich habe dich belogen, Töchterchen. Ich habe heute keinen Therapeuten, sagte die Mutter. Ich wollte bloß nicht, dass du dich aufregst. Vielen Dank. Ja, da ist was los, das kann man ruhig sagen.